Königsklasse, Spieltag Nummer 5. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5€ Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Hey Chris Custodian, und los geht's mit dem Gruß an Anton Z und seine Familie. Danke fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Galatasaray gegen Club Brügge, unser erstes Spiel am Dienstag, 26. November in der Königsklasse. Und das sind in der Gruppe nicht gerade die besten Teams. Galatasaray bisher mit 0 Toren am Tabellenschlusslicht. Brügge davor, 2 geschossen in Madrid und ein Unentschieden mehr erreicht als Galatasaray. Trotzdem kann Istanbul mit einem Sieg hier noch den dritten Platz eintüten. Mit einer Niederlage ist es so gut wie vorbei. Die Quotenverteilung 2,66 auf Galatasaray, 2,88 auf Brügge. Ich sehe aufgrund des Heimvorteils die Türken im Vorteil und würde denken, dass Brügge nicht gewinnt. Dementsprechend meine oder unsere erste Wette Asian Handicap 0 auf Galatasaray, heißt Bolinchin Geld zurück. Beim Sieg der Türken gibt's den Wettsieg. Da ganz ohne irgendwas Hintergedankenmäßiges. Dann kommen wir nach Moskau. Lok Moskau gegen Bayer Leverkusen. Das Hinspiel hat der Leverkusen verloren, war ein bisschen peinlich, die ganze Nummer. Aber jetzt hat Leverkusen ja sich ein bisschen rehabilitiert mit dem Sieg gegen Atletico Madrid, den ihnen zu dem Zeitpunkt die wenigsten zugetraut hätten. Und in der Liga läuft es für die Bayer-Leute, für die Werkself auch nicht so ideal. Jetzt das 1-1 gegen Freiburg war definitiv zu wenig. Die hatten viele Chancen, haben ein gutes Spiel gemacht, sind tendenziell eigentlich eine brutal offensiv starke Mannschaft. Deswegen gehe ich davon aus, dass die in Moskau das Spiel gewinnen können und auch fast müssen, denn wie auch in der anderen Gruppe geht es ja um die Euroleague-Teilnahme und vielleicht sogar das Wunder von Leverkusen, wenn die jetzt beide Spiele noch gewinnen, können sie sogar noch ins Achtelfinale kommen. Aber ich denke, die werden einfach jetzt hier in Moskau ihre allerletzte Chance irgendwie nutzen wollen. Dazu müssen sie gewinnen. Quote 2,2 kann man schon mal machen. Von daher müssen wir hier unsere deutschen Vertreter unterstützen. Auf geht's. Werkself holt euch den Sieg in Russland. Das ist interessant. Kai Havertz meint doch auch, dass sie die Champions League gewinnen. Dazu ist ein Sieg in Moskau Pflicht. Asian Handicap 0 auf Leverkusen ist vielleicht auch eine Idee. Das nächste Spiel und Juventus gegen Atletico Madrid. Da spielt der Cristiano Ronaldo daheim gegen Madrid. 2-2 ging das Hinspiel aus. Aufgrund der Niederlage von Atletico in Leverkusen würde jetzt Juventus sogar einen Unentschieden reichen, um die Tabellenführung zu behaupten. Die Quotenverteilung ist eigentlich recht spannend. Eine 2-2 auf Juve, eine 4 auf Madrid. Ist nicht ohne. Also Juve hat im Hinspiel besser gespielt, aber sich dann kurz vor Ende erst den Ausgleich gefangen, 9 Tore geschossen. Also es spricht schon viel für Juve oder Unentschieden. Alex, siehst du irgendwie Value bei Madrid oder Hände weg von einer Wette? Ja, die zwei Teams, die sind ja, da geht es ja eher ums Prestige, habe ich das Gefühl. Simeone und Ronaldo sind sich nicht so ganz grün. Dieser Cojones-Jubel von beiden ist ja legendär geworden mittlerweile. Ich glaube, Nagelsmann hat das am Wochenende auch performt, in einer etwas anderen, entspannteren Version vielleicht noch. Aber ja, gut, wenn man so sieht, natürlich, Atletico kann da schon was reißen, Unentschieden holen. Andererseits gehe ich schon auch davon aus, dass Juve stärker ist. Aber ja, kann mich da nicht so recht für eine Wette motivieren. Gerade auch, wie du gesagt hast, Atletico sollte man immer auf dem Zettel haben. Die haben jetzt nicht besonders gut gespielt diese Saison bisher. Aber trotzdem sind sie jetzt nicht chancenlos im Turin, deswegen hier keine Wette. Im nächsten Spiel, Atalanta gegen Zagreb, ist ja ganz interessant. Das Hinspiel endete ja relativ eindeutig. 4-0 hat Zagreb gewonnen, Heimspiel. Atalanta, wenn wir auf die Tabelle schauen, glaube ich, haben die sich mehr ausgemalt, vor allem wenn die Gegner
Zagreb und Schachtja heißen, sind jetzt Letzter und müssen dieses Spiel gewinnen. Die Quotenverteilung krass, wie du gerade schon angemerkt hast, trotz der Hinspiel-Niederlage gibt es nur eine 1,67, eine 5,5 auf Zagreb. Das heißt, wenn wir uns mal die Asian Handicaps anschauen, könnte man doch vielleicht da was bei Zagreb finden. Ich glaube aber, wir können uns beide gut vorstellen, dass es hier Tore gibt. Ja, aber vorher wollte ich noch was zu dieser Tabelle eben sagen, deswegen habe ich sie noch da, denn Zagreb ist ja hier überraschender Zweiter. Gut, ich hätte auch gedacht, Atalanta, die haben ja letztes Jahr eine echt gute Saison gespielt in der Serie A, eine super Offensive gehabt, die reißen mehr in ihrer Champions League Premiere, aber stattdessen steht ja Dinamo Zagreb, du wurdest ja so verarscht deswegen, und ich habe es jetzt einfach adaptiert aus Sympathie, also Zagreb, wie auch immer, steht jetzt hier wirklich mit einem Bein, also sie können es aus eigener Kraft zumindest schaffen, ins Achtelfinale einzuziehen. Und das ist dann ja natürlich schon kurios, und von daher glaube ich auch, die werden sich jetzt in Atlanta gegen eine Niederlage stemmen. Und von daher erstmal der Blick auf die Asian Handicaps. Wenn man davon ausgeht, dass Zagreb da nicht verliert, vor allem wichtige Info, die wir letztes Mal nicht bei diesem Duell hatten oder bei einem Atalanta-Spiel, die spielen in San Siro in Mailand, das ist also kein richtiges Heimspiel für Atalanta, das könnte dann auch noch eine Rolle spielen und so ein bisschen das Value auf Seiten von Zagreb verschieben. Und bei der Quote von Zagreb Asian Handicap plus 1 bekommen wir eine 1,9. Die finde ich gut. Ich mag Underdogs und ich supporte hier die Kroaten. Und von daher locken wir das mal ein plus 1. Was auch noch interessant wäre, was du gemeint hast, wäre eine Torwette. Why is that? Ja, weil beide Teams Offensivfußball spielen können und das wahrscheinlich auch werden, denn Atlanta wird ja jetzt nicht mauern und trotz San Siro den Beton anrühren. Von daher über drei Tore gibt eine 1,99. Sehr geil. Bei drei Toren gibt es nämlich den Einsatz zurück. Ja, und lass doch mal vier fallen, dann ist die Wette gewonnen. Korrekt. Ja, schönes Ding. Dann geht's weiter mit Man City gegen Schachtja Donetsk. Ich glaube, das schenken wir uns. Relativ klare Angelegenheit. Kann man nur enttäuscht werden, aber eigentlich, man sollte nicht auf Ausnahmen setzen, wie das Man City jetzt hier schwächelt. Andererseits will ich auch nicht irgendwie ein ultra hohes Handicap hier gehen oder viele Tore. Also von daher alles wegen den Quoten nicht sehr attraktiv. Gleiches Spiel bei Belgrad gegen Bayern. Kann man nicht viel gewinnen, außer man geht davon aus, dass Belgrad hier eine Sensation schafft. Und auch bei Tottenham Olympiakos sollte man sich vielleicht das Debüt von Mourinho reinziehen. Gibt ja viele, die ihn hassen. Ich stehe ihm auch jetzt nicht so als großen Fan gegenüber, aber ich habe den allerhöchsten Respekt vor dem, was er geleistet hat. Das meine ich jetzt ganz ohne Ironie. Denn der hat auch selber gesagt, er hat noch nie ein Champions League-Finale verloren, hat dreimal oder so die Champions League gewonnen, unter anderem mit schwachen Teams auch. Klar kann man da so oder so argumentieren, aber der hat in seiner Karriere 25 Titel gewonnen und den letzten 2017 mit Manchester United. Pep Guardiola zum Beispiel, der ja anerkanntermaßen als Supertrainer gilt, hat er seine letzte Trophäe 2011 gewonnen und hat immer nur Superteams trainiert. Also ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was Mourinho in Tottenham abliefert. Und dann gehen wir zu seinem Ex-Verein Real Madrid, der ja gegen Paris Saint-Germain das Hinspiel verloren hat und jetzt auf Revanche sind. Ja, da hätte ich noch eine Frage. Meinst du, Pep Guardiola hat 2011 das letzte Mal die Champions League gewonnen, oder wie? Nein, überhaupt einen Titel, oder? Na, der ist mit Bayern Meister geworden, aber was... Man City auch. Ja, dann bin ich falsch informiert. Das war natürlich jetzt... Irgendwo habe ich es gelesen. Dann, ja, gut. Ja, vielleicht war es die Champions League, wer weiß. Ist internationaler Titel, genau, internationaler Titel. Das auf könnte jeden sein. Fall. Paris Saint-Germain mit unserem deutschen Thomas Tuchel gegen Toni Kroos Real Madrid ist hier Außenseite mit einer Dreierquote, haben aber bisher richtig durchgepflügt durch diese Gruppe. 10 Tore, 0 Gegentreffer, 12 Punkte sind sicher in der nächsten Runde. Madrid jetzt mit 2 Siegen in Folge gegen Teams, die sie natürlich besiegen müssen. Beziehungsweise es war sogar zweimal Galatasaray, wie ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und
Ich interessiere mich hier vor allem auf die Asian Handicaps, die jetzt gleich kommen werden. Denn generell ist meine Tendenz zu Paris Saint-Germain. Warum? Weil ich glaube, dass sie ein Top-Team haben, weil ich glaube, dass die Champions League mehr reinpulvern als in der Gruppe. Und du hast vorhin Prestige angesprochen. Für wen gibt es denn mehr Prestige als in Champions League für die, aus Sicht der Spieler von Paris? Also daheim in der Nationalliga, da brauchen die sich nichts beweisen. Hier können sie zeigen, dass sie zweimal Real Madrid geschlagen haben und der Tuchel wird die auch so einstellen. Und plus 0,5 auf Paris unentschieden und Auswärtssieg gibt eine 1,68er-Quote, finde ich ehrlich gesagt attraktiv genug. Also würde ich sogar dem Asian Handicap 0 vorziehen. Und du? Nee, ich mag ja solche kleinen Quoten um 1,68 jetzt nicht besonders. Deswegen würde ich halt hier die Asian Handicap 0 mit deiner Argumentation mitgehen sogar, auch wenn ich jetzt hier alles andere als ein Paris-Fan bin und auch nicht unbedingt glaube, dass die da gewinnen können in Madrid. Andererseits hat Real natürlich auch nicht so bombastisch überzeugt in dieser Saison bisher. Und ja, aber ist doch eigentlich das klassische Torfestival und unentschieden, oder nicht? Ja, dann ist vielleicht ein plus 0,25 auch noch interessant. Ich würde halt ganz gern diese Wette gewinnen und finde eine 1,88 immer noch attraktiv, wenn ich die 1,66 schon cool finde. Ich glaube nicht an den Madrid-Sieg. Ich kann mir aber auch halt ein 1-1-2-2 vorstellen. Da hätte ich halt dann auch gern diese Wette mitgewonnen. Ja, mach mal halt plus 0,25, wenn du das willst. Heißt, für die sich da nicht so richtig auskennen, so wie es vielen Leuten, auch mir am Anfang ging, wir würden bei einem Unentschieden nur die Hälfte des Einsatzes gewinnen. Und wenn es Sieg von Paris gibt, den ganzen Einsatz gewinnen. Gut, dann war's das schon für den Dienstag. Wir kommen wieder am Mittwoch. Schauen wir aber zuerst noch auf unsere Wetten, wenn die an diesem Spieltag alle getrackt wurden. Wir haben hier einen Leverkusen-Auswärtssieg bei Lokomotiv Moskau bei einer Quote von 2,2. Einen Asian Handicap plus 0,25 auf Paris Saint-Germain. Dann Überraschung in Atlanta oder im San Siro. Zagreb verliert nicht höher als mit einem Tor Rückstand. Dann skippt dann das Geld zurück bei einer Niederlage mit einem Torunterschied oder wenn Zagreb sogar unentschieden spielt oder gewinnt, ist die Quote 1,9. Und egal wie das Spiel ausgeht, es werden viele Tore fallen. Dafür bekommen wir eine knappe 1,992er-Quote, wenn mehr als 3 Treffer fallen. Genau, also postet eure Tipps unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei 11.